Hi Leute, hier ist wieder eure Skyldorissa zu einem neuen Part von The World Ends You Final Remix. Vorweg muss ich ein paar Kleinigkeiten sagen. Zunächst einmal, was haben wir im letzten Part gemacht? Im letzten Part sind wir aufgebrochen und haben Shiki getroffen, sind danach in das Haus des Toten Gottes gegangen. Wenn wir hier nochmal zurückgehen, dann sehen wir es auch gleich. Das Hauptgebäude der Reaper. Diese nette kleine Lounge, wo sie sich unterhalten haben, da sind wir gewesen und wir haben zwar Shiki getroffen, beziehungsweise sie war einfach wieder da, aber letzten Endes wurde sie dann von Kitaniji, dem Dirigenten, kontrolliert durch den roten Schädelpin und auch nach dem Kampf hat sie Neko und Beat weiter angegriffen. Beat hat sich dann zwischen einen Angriff von Neko, also von Shiki geworfen und ist deswegen ausgenockt. Man hat ihn jetzt leider in dem Zimmer nicht gesehen, aber er ist ausgenockt, Shiki ist ausgenockt, weil Neko hat ihr den Pin weggeschlagen und dann ist sie zusammengeklappt. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Komponisten alleine, ohne Beat, ohne Shiki, ohne irgendwelche Hilfe, ohne einen Partner, der helfen kann. Ich muss jetzt aber an der Stelle leider was loswerden. Also, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich klinge ein bisschen mürrisch. Das tut mir auch leid, wenn ich ein bisschen mürrisch klinge. Kurze Zusammenfassung, wieso das so ist. Ganz einfach. Ich habe jetzt, glaube ich, das 8. oder 9. Mal, vielleicht sogar schon das 10. Mal, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ich habe nicht mitgezählt, einen Versuch gestartet, dieses Story-Finale aufzunehmen. Es ist nicht das Finale des Let's Plays, es kommt ja noch die Zusatzepisode und noch ein bisschen Postgame-Kram, bevor das Let's Play zu Ende ist. Aber diesen Part hier allein habe ich 9 oder 10 Mal versucht aufzunehmen und einmal habe ich ihn sogar perfekt aufgenommen, das heißt, theoretisch sind wir jetzt schon im Postgame. Ich muss das Finale aber neu spielen, weil die Datei weg ist. Und jetzt ist es so gewesen, nachdem ich jetzt mehrfach den 7. Tag neu gespielt habe, bis zu dieser Stelle, ist mir im letzten Part leider auch ein kleiner Fehler unterlaufen. Und ich bin ehrlich, jetzt war es mir zu viel. Ich habe 2 kleine Dialoge weggelassen. Einmal, wie sehr Neko sich über Mr. H freut, dass er Cat ist und dass er ihn eigentlich respektieren möchte. Und einmal, dass er nochmal resümiert über seine Freunde und dass er halt alles mehr oder weniger zu Ende bringen möchte. Aber ganz ehrlich, die paar Zeilen Text und dafür nochmal gegen Konishi antreten, nach so vielen Versuchen und... Seid mir nicht böse, Leute, aber das ging mir zu sehr auf den Geist. Und ja, auf jeden Fall, ich freue mich jetzt richtig auf das Story-Finale. Darauf haben wir alle gewartet, das Story-Finale zu spielen. Und danach dann alles andere. Und Postgame wird auch witzig, Tag X wird witzig. Die neue Episode, die ich noch nicht kenne, ist zum Greifen nah. Und ich freue mich schon richtig darauf. Und ich denke, darauf sollten wir uns jetzt fokussieren und losgehen zum Raum der Abrechnung. Irgendwie kennen wir diesen Ort doch. Ja, den kennen wir. Übrigens, dieses kleine Überspringen, das kommt, wenn man einmal das Spiel durchgespielt hat, weil man dann in die Kapitel reinspringen kann, aber halt immer nur in den Anfang des Tages, nicht mitten in den Tag rein. Und deswegen musste ich dann immer wieder von vorne spielen. Gerade auch, weil The World Ends You Final Remix einen großen Kritikpunkt hat, aber darüber rede ich in den Credits, weil das ist mir wichtig. Dieser Ort. Komm schon, zeig dich, Komponist. Kämpf mit mir. Ich soll dich besiegen, richtig? Ist das nicht das Ziel? Dann zeig dich. Zeig dich und kämpf, Mr. H. Wer ist Mr. H? Du schon wieder? Aber ich habe dich gerade besiegt. Hi, Kitaniji. Ich bin erstaunt. Da stehst du auf der letzten Bühne und weißt immer noch nicht, wer hier was spielt. Hör auf, in Rätseln zu reden. Was meinst du? Na gut, du willst antworten? Also erstens, der Komponist ist nicht der Mensch, den du erwartest. Zweitens, der Komponist ist nicht hier. Und war es auch nicht, seit du in den UG gekommen bist. Tut mir leid, dass du ihn verpasst hast.
Seit seiner Abreise bin ich für den Yuji verantwortlich. Mr. Hanekoma ist also nicht der Komponist? Dann bist du verantwortlich für vieles, ja. Warum? Warum hast du Shibuya das angetan? Oh, Neko, magst du keine Musik? Hä? Zur Musik gehören viele Dinge. Melodie, Musiker, Instrumente und noch vieles weiteres, was ich hier aufzählen könnte. Aber der Schlüssel für wirklich göttliche Musik ist der Dirigent, der alles zusammenhält. In der Welt ist es ganz ähnlich. Unter einem Dirigenten marschiert die Welt der Menschen zur Glückseligkeit. Ein Ideal? Hast du es in Shibuya nicht gespürt? Wut, Hass, Elend, Neid, Angst, Selbstverleugnung. Eine Kakophonie aus selbstsüchtigen, zahllosen Wünschen. Dieser Lärm schwillt an und führt zu Verbrechen, Krieg. Alle Missstände der Welt lassen sich auf die Individualität zurückführen. Missstände? Kitanichi so synchronisieren geht auf den Hals. Autsch. Indem ich die Unterschiede zwischen uns einebne, kann ich aus der Welt ein Paradies machen. Indem alle Leute gleich denken, das ist gar nicht möglich. Es ist möglich. Mit diesen Pins. Deren roten Schädelpins. Hinter denen steckst du auch? Ich habe sie aus dem Spielerpin des Komponisten entwickelt. Und dann einfach behauptet, ich bin Cat. Die Augen der Welt ruhen auf Shibuya und eigentlich noch anderen Metropolen, aber wir lassen das jetzt mal so stehen. Was auf diesen Straßen beginnt, wird sich in aller Welt ausbreiten. Von hier aus kann ich die ganze Menschheit retten. Shibuya wird mein Dirigentenpult. Ich weiß, dass dir gefallen wird, was ich daraus mache. Also wenn du jetzt einfach diesen Spielerpin abnimmst, er neutralisiert die Wirkung des roten Schädelpins. Daran hast du also nicht gedacht, wenn du das, als du das entwickelt hast, diesen Block rauszunehmen. Eieiei. Ei, ei. Aber deshalb kann dich meine Prägung nicht erreichen. Dieser Pin schützt mich? Die ganze Zeit hat er... Was hat dir da in Kontakt mit anderen Menschen gebracht? Nur Schmerz. Schließ dich mir an. Hilf mir, ein neues Shibuya aufzubauen. Niemals. Das, was er sagt, ist absolut hanebüchen. Das macht man nicht. Nein. Böser Kitaniji. Geh in die Ecke. Ich werde dir niemals helfen. Vielleicht wäre das Leben in deinem Shibuya wirklich einfacher. Vielleicht. Es gibt nur ein klitzekleines Problem dabei. Es wäre dann nicht Shibuya. Ich bin nie gut mit anderen zurechtgekommen. Ich habe Kopfhörer aufgesetzt und sie ausgeblendet. Aber weißt du was? Ohne Reibung kann ich mich nicht entwickeln. Die Welt endet an meinen Grenzen und die besten Augenblicke verschwinden. Shibuya ist voller Leute, die auf diese Augenblicke warten, in denen wir aufeinander stoßen und etwas Neues entdecken. Hier im Yuji bin ich mit anderen zusammengestoßen und ich habe mich verändert. Und jetzt weiß ich, Shibuya sollte so bleiben, wie es ist. Dann will ich dich noch eines fragen. Magst du Menschen? Ah, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Ich werde aber allgemein wahrscheinlich ja sagen, also yep. Man muss allerdings dazu sagen, manchmal können einem andere auch auf den Nerven gehen. Zum Beispiel, wenn man irgendwo ist und es ist verdammt laut oder sowas. Das kann immer vorkommen, aber im Allgemeinen ja. Menschen sind okay. Verstehe. Warum ist mir allerdings völlig unverständlich. Ich glaube, du solltest reformiert werden. Spar dir deine Energie. Ein Spieler ohne Partner hat so gut wie keine Kraft. Und Neku ist hingegangen, wollte den Komponisten herausfordern. Super. Du kannst mich nicht aufhalten. Ich kann mich nicht bewegen. Vergiss nicht, dass ich dich rette. Dieser Pin stand zwischen dir und der Freiheit von Schmerz. Und jetzt sonne dich im Licht der wahren Erlösung. Nicht...
Er ist kaputt. Willkommen im neuen Shibuya. Schweigen, schweigen. Nichts passiert. Sehr geil. Einfach nur so. Ja, nichts passiert. Was? Aber ich habe deinen Spielerpin zerstört. Warum kann ich dich nicht prägen? Ich bin dumm. Natürlich lässt er nicht zu, dass ich seinen Auserwählten antaste. Auserwählt von wem? Ich schulde dir keine weiteren Erklärungen, nur deine Vernichtung. Jojojo, wohl kaum. Hast du nicht jemanden vergessen? Hier kommt die Beatbox, die Kavallerie. Hä? Beat, Shiki. Jo, ich hab's dir doch gesagt. Ich werde der Komponist und sonst niemand. Wie konntest du nur ohne uns weitergehen, Neku? Du hättest einfach sitzen bleiben sollen, bis wir wach werden. Wir sind deine Partner. Und was hat Mr. H über Partner gesagt? Man soll ihnen vertrauen? Genauso. Jo, vergiss diesen Mist über Partner. Du bist nicht mehr mein Partner, Mann. Du bist mein Freund. Oh, wie süß. Also vertrau halt dem. Beat. Komm schon, Neku, wir haben noch was zu tun. Ja, Herr Redelsführer hier. Wir müssen nur Sonnenbrille ausschalten, oder? Richtig. Zu dritt schaffen wir das. Holen wir uns unser Leben zurück. Okay, schnappt ihn euch. Attacke. Ich bin so nah dran. Wenn ich diese drei auslösche, ist Shibuya gerettet. Und dann begegnet eurem Ende. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Kampf gegen Kitaniji, der ein paar sehr nette Flügelchen hat und sich in ein sehr interessantes Wesen verwandelt. Es sieht ein bisschen aus wie eine Schlange. Es ist aber keine. Es ist tatsächlich ein Drache. Wird zumindest in der Spielbeschreibung gesagt. Ja, und wir haben übrigens Shiki dabei, wenn wir mal Shiki aktivieren. Wie war Shiki nochmal zu aktivieren? Ich glaube tippen. Ja, tippen. Genau. Dann bauen wir jetzt erstmal ein bisschen Fusion auf. Übrigens, die Musik ist cool. Ach so, übrigens, falls ihr das seht, ich habe ein bisschen die Pins umgestellt. Ich habe statt Grusel-Wusel-Barriere habe ich Luftkuss reingenommen, einfach weil Luftkuss zweimal ab der Hälfte der HP automatisch heilt. Und wenn ich mal kurzfristig nicht an den Heilpin komme, ist mir das doch ein bisschen sicherer, sage ich jetzt mal. Na, aktivierst du dich mal, du komischer Pindu. So. So, ich denke, jetzt können wir die Fusion mit Shiki aktivieren. Oh, kann ich die überhaupt noch? So, ja, genau. Ich musste bei Shiki die Karten finden. Das ist alles so lange her mit Shiki. Aber ich finde es cool, dass sie für den Final Boss, beziehungsweise Final Boss Bereich wiederkommt. Na, verdammt. Aber immerhin noch eine 2,7er Kombo. Nicht schlecht. Ich heile zur Sicherheit auch nochmal. So. Weiter angreifen. Schön mit meinen Pin, mit meinen Tipp-Pins. So. Falls ihr übrigens im Hintergrund die Katze hört, die Katze ist momentan ein bisschen sehr anhänglich bei mir. Deswegen, falls ihr sie hört, ich denke nicht, weil sie ist momentan in einem anderen Zimmer. Ich warne nur mal vor. Das war sehr witzig bei einer Dream Drop Distance Aufnahme da vor kurzem Finale. Da hat sie sich dann auch fast unter das Mikro gelegt und wollte dann kuscheln. Sehr niedlich. So, mal sehen. Gleich haben wir's. Oh, verdammt!
Sehr schön nochmal heilen. Jetzt können wir hier nochmal den Kopf angreifen. Und jetzt geht's nochmal mit B zur Sache. Auch nochmal besiegen. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Da bin ich zu sehr in die Ecke gekommen. Weil ich wollte, dass Neko sich ein bisschen mehr zur Seite bewegt. Oh, das... Ich glaube, die Katze hat versucht, gegen die Tür zu springen. Weil ich habe die Tür zum Aufnahmezimmer zugemacht. Das hat mich gerade erschrocken. So. Nochmal hier. So, nochmal die Flammen hier. Weiter angreifen. Weil ich will mit Beat mindestens eine Level 2 Fusion auch haben, bevor ich da wieder die Fusion nutze. Es sei denn, es kommt irgendein Notfall oder sowas. Wie niedrige HP oder sowas. Weil Fusionen heilen ja zum Glück auch ein bisschen. So. Okay, nee, jetzt muss ich. Sehr gut. Übrigens, der Twister-Remix, den finde ich auch ziemlich cool. So. Ah, verdammt, nur eine 4,7er-Kombo, aber es ist auch nicht schlecht. Und wir haben die Noise erledigt. Yeah. Und ja, Neko hatte noch einen Ursaf bei mir, weil... Ist halt so. Wegen der Synchro-Rate. Nein! Er ist immer noch nicht erledigt. Ich muss weiterkämpfen. Meine Zeit ist fast abgelaufen. Habt ihr es gehört? Ich bin wieder da, Megumi. Joshua? Dein Timer muss fast abgelaufen sein. Ja, ich bin genauso verstört, Neko. Du lebst? Aber warum bist du hier? Oh nein. Ich bin noch nicht fertig, noch nicht. Ich werde Shibuya beschützen. Und da schmeißt er einen Frisbee auf ihn und da wird er gefangen genommen. Aber er grinst so komisch, also könnte es nicht sein, dass er das vielleicht absichtlich macht? Und was für eine Rolle spielt Joshua da? Und nein! Fuck! Shiki und Beat werden auch noch gefangen genommen. Nein! Ups. Ich wollte eigentlich... Ich habe doch B gar nicht gedrückt. Was soll das? Und damit herzlich willkommen zum richtigen Final Boss. Was Joshua damit zu tun hat und warum er lebt, das erfahren wir nach diesem Kampf. Jetzt ist nicht die Zeit zum Reden, jetzt ist die Zeit zum Kämpfen. Und hier haben wir unseren, ja, jetzt noch ein bisschen mehr Köpfe und goldener Drache, der unser Final Boss ist. Oh oh, da kommt jetzt eine große, böse Attacke auf den Boden. Sehr gut. Wir sind noch relativ gut rausgekommen aus dem Ganzen. Sehr gut. Yes! Shiki ist da. Und wird gleich eine Level 3 Fusion auf ihn loslassen. Nice. Get him, Kitty. Ah ne, Piggy. Das ist ja immer das. Mr. Mew ist ja eine Katze, aber er sagt immer Schweinchen. So.
Yeah, Beat! Und das ist übrigens gerade eine Live-Version von Twister. Und welche Dings hat er jetzt? Ich hab nochmal kurz geheilt. Ich frage mich nur, welche Fusion hat Beat jetzt gerade losgelassen, weil ich hab's nicht gesehen im Hintergrund. Oh oh. Jetzt kommt wieder diese böse Attacke. Diese böse, 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 böse Attacke. So, einmal ausweichen. Weiter angreifen. Lass dich nicht zu sehr ausnocken, Neko. So. Ah, ich mag mein Setup übrigens, weil ich die ganze Zeit durch angreifen kann. Wenn ich aufpasse. Oh nein, jetzt kommt wieder diese blöde Attacke, die ich nicht mag. Diese komischen Dinger. Oh, ich sehe auch gerade, der Luftkuss hat sich einmal automatisch aktiviert. Wie er die ganze Zeit nur schreit. Ich wisch mit ihm den Boden. Okay, ich könnte natürlich noch ein bisschen besser, aber es geht noch. So, sehr gut. Oha? Wer hilft denn da jetzt auf einmal auch mit? Na komm. Oh, er hat mich geheilt. Interessant. Oder hat er gerade ihn um 2500 geheilt? Das habe ich jetzt gerade nicht so ganz sehen können im Kontext. So, ich habe nochmal zur Sicherheit geheilt. Jetzt kommt wieder die Attacke. Ich riskiere jetzt übrigens gerade den Damage mit Absicht. So. Ich mache irgendwie kaum Damage momentan. So, weiter, weiter, weiter. Wir haben bald die gelbe HP-Leiste weg. Dann wird's interessant. Ah ja, das ist so im Prinzip dieser Final Boss. Man hat die ganzen Drachenköpfe, die auf einen losgehen. Man hat diese nervige Attacke, die einen immer wieder in diese Kugel sperrt. So. Man kann übrigens, deswegen habe ich auch schon ein paar Mal diese Blase angegriffen, man kann versuchen, aus dieser komischen Schutzblase rauszukommen. Dann entgeht man dieser Attacke, aber leider klappt das nicht immer. So, gleich haben wir's. Sehr schön. Sehr gut, nochmal die Flammen. Ja.
Und jetzt greift er wieder mit seiner komischen Attacke an. Aber ich gehe jetzt weiter mit den Flammen los und da ist es. Die Saphira-Pin. Eine Attacke von jedem Partner und von Neko gebündelt. Macht er sich riesengroß mit der Kraft seiner Psyx. Und eine riesengroße, fette Reaper-Kanone. Reaper-Kanone, jawohl, ich kann wieder mal richtig gut reden. Haut den Schlangendrachen Neues bzw. Reaper-Form um. Yes! Erledigt. Und wir sind alle wieder da. Und ja, ein E. We'll get it next time. Ja, das war nicht meine beste Form. Dann habe ich wohl gewonnen. Nein! So darf es nicht enden. Wer wird sonst Shibuya beschützen? Er hat einen Timer. Wieso hat er wohl einen Timer? Ein Timer? Und er hat nur noch 2 Minuten und 17 Sekunden. Wieso hat er einen Timer? Dann wirst du tun, was du vorhattest. Die kennen sich wohl ein bisschen näher, denn jetzt sehen wir es. Joshua ist der Composer. Er hat die ganze Zeit im Hintergrund die Fäden gezogen. So ein fieser, mieser, kleiner... Ich werde meine Gedanken noch ein wenig sortieren für später. Shibuya vernichten? Aber Komponist Herr, warum? Ich habe beschlossen, dass ich mich damit nicht mehr belasten will. Es hat keinen Wert mehr, weder für mich noch für sonst jemanden. Also werde ich jetzt schließen. Wartet, Herr! In Shibuya gibt es noch so viele Möglichkeiten. Ja, und die Leute sind zu einfallslos und blind, um sie zu sehen. Der Einfluss von Shibuya ist zu stark. Ich muss es jetzt beenden, bevor die anderen Orte angesteckt werden und alles verloren ist. Dann sind die Leute das Problem. Wenn sie sich in etwas Passenderes verwandeln würden, würdest du nicht handeln? Ja, aber dazu sind sie offensichtlich nicht in der Lage. Herr, gib mir eine Chance zu beweisen, dass du dich irrst. Ich schwöre, dass ich Shibuya auf eine Weise verwandeln werde, die dir gefällig ist. Ein Spiel also? Das Spiel? Genau, die Regeln sind einfach. Wenn es dir gelingt, Shibuya in Ordnung zu bringen, gewinnst du. Shibuya bleibt. Und wenn ich es nicht schaffe, dann verlierst du, Megumi. Du und Shibuya werden ausgelöscht. Gut, so sei es. Wenn ich mein Leben riskieren kann, um Shibuya zu schützen, dann tue ich es. Aber welche Chance habe ich, dich zu besiegen? Keine Angst, Megumi, ich werde mich zurückhalten. Da hat er offensichtlich gelogen. Ich ziehe mich in den Nagi zurück und werde dich nicht direkt herausfordern. Stattdessen werde ich einen Spieler auswählen, der mich vertritt. Mit deinen Reden über eine Verwandlung hast du mein Interesse geweckt. Ich werde die Entwicklung also von außen beobachten. So sei es, Herr. Ich nehme an deinem Spiel teil. Als erstes ziehe ich deine Teilnahmegebühr ein. Du hast einen Monat Zeit, Megumi. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, und wie wir wissen, wir haben 21 Tage, das ist jetzt der 21. Tag, die dritte Woche, der siebte Tag. Das heißt, eine Woche davor wird er geplant haben und er hat noch 15 Sekunden. Du wirst die Stadt auslöschen. Die Straßen, die ich kenne und liebe, fort. Du hast deine Sache gut gemacht, Megumi. Es war eines der unterhaltsameren Spiele für mich. Ich habe alles gegeben, Herr. Ich bereue nichts. Und im Prinzip kommt jetzt raus, dass ein Spieler Joshua als Komponistenproxy vertreten hat. Ein Spieler, der die ganze Zeit
für die böse Seite in Anführungsstrichen gespielt hat. Und das war alles nur ein großes Spiel zwischen diesen beiden. Mir hat deine Idee gefallen. Schade, dass sie nicht funktioniert hat. Du hast mir eine wunderbare Gelegenheit gegeben. Danke, Herr. Und du? Gut gespielt, Spieler. Ich verstehe immer noch nicht, warum meine Prägung bei dir nicht wirkt. Ich auch nicht. Moment, das stimmt. Noch ein Spieler, Pin? Warum hast du zwei? Ich habe dir nur einen gegeben. Oh, man erinnert sich an die ersten, ich glaube am zweiten Tag war es. Niku, du hast zwei Spielerpins. Ja, und dieser zweite Spielerpin hat ihm jetzt gerade das Leben gerettet und Megumi das Spiel gekostet. Natürlich. Niku, jetzt liegt es bei dir. Joshua, was ist los? Das war alles ein Spiel, das ich ausgerichtet habe. Was? Das heißt dann, dass du... Ich will es ganz klar machen. Ich schätze, die sollten es tun. Ja, er lässt jetzt einfach mal seine Power ein bisschen flexen. Weil, ich sag's jetzt wirklich nochmal, Joshua ist der Komponist. Und Joshua wollte sich eigentlich nicht einmischen und hat sich in der zweiten Woche aber eingemischt. Aber nicht direkt. Und das ist auch mehr oder weniger so ein bisschen die Erklärung, warum Joshua nicht so viel an die Mission teilnehmen wollte, vermute ich. Was passiert da? Ich kann mich nicht bewegen, yo. Shiki? Beat? Ich war es, Neko. Ich bin der Komponist von Shibuya. Was? Aber das kann nicht sein. Ich weiß, dass dich das erschüttert. Vor allem, weil wir so viel Zeit miteinander verbracht haben und er sich selber gesucht hat. Aber es ist die Wahrheit und du musst dir ins Auge sehen. Megumi und ich haben beschlossen, dieses Spiel zu spielen, um zu entscheiden, ob Shibuya weiter bestehen soll oder nicht. Dann war alles, was ich getan habe, wirklich alles. Du hast in meiner Mannschaft gespielt. Du hast dich wirklich gut geschlagen. Ohne dich hätte ich nicht gewinnen können. Ein wahrer Bang-Up-Job, Mr. Escort. Ist ein Insider. Aus dem ersten Let's Play. Dann, was habe ich getan? Ich hatte eine Funktion in diesem Spiel. Den Spieler zu bestimmen, der für mich spielen würde. Ein Junge aus dem RG. Ich? Gut erkannt, Neko. Applaus für dich. Ich wusste, dass ich einen Gewinner ausgewählt habe. Aber der Zahlenfuzzi hat mich getötet. Seine Kugel war für mich bestimmt. Er will schon eine ganze Weile meinen Platz einnehmen. Vielleicht dachte er, im RG könnte er mich töten. Da hat er sich leider verrechnet. Anders als Reaper hat der Komponist auch unter den Lebenden teilweise Zugriff auf seine Kräfte. Deshalb scheiterte der arme Minamimoto und floh zurück in den UG. Aber ich habe ihn gern dabei. Er macht das Spiel erst richtig spannend. Leider hat er es diesmal übertrieben. Deshalb musste ich ihn vorzeitig aus dem Spiel nehmen. Ich konnte ihn doch nicht den Höhepunkt verderben lassen. Das heißt also, auch Joshua war derjenige, der Minamimoto unter diesem Haufen begraben hat. Dann warst du es, der ihn besiegt hat? Oh, aber ja. Du bist eben ein schlauer Kopf, Neko. Jedenfalls ist mir dieser lästige Kerl überall hingefolgt. Sogar in den RG, als ich dich dort holen wollte. Moment mal, in den RG? Nein! Vielleicht sollte ich dir all die Erinnerungen wiedergeben, die ich bewahrt habe, denn Neko erinnert sich immer noch falsch. Und wir sehen wieder Udegawa. Wir sehen Neko an der Mauer und wir sehen jetzt, wie es wirklich abgelaufen ist. Er hat die Mauer bewundert von Cat. Weil er Cat ja so bewundert.
Und da kam Joshua mit der Waffe und rannte auf Neku zu. Und er schoss. Aber er hat nicht Neku getroffen. Und Minamimoto hat versucht, wieder an Neku vorbeizuschießen. Also es gab ein Feuergefecht um Neku herum. Ja, und Joshua hat einfach seine Kräfte benutzt und zack, alle Kugeln fallen runter. Weil, ja, Joshua hat seine Kräfte. Minamimoto ist abgezischt und er war es doch. Er hat Neku getötet. Und da ist der Spielerpin auf Neku. Der zweite Pin, der ihm das Leben gerettet hat. Du warst das? Ich dachte, ich hätte endlich einen Freund gefunden, mit dem ich etwas anfangen kann. Aber du warst es. Du hast mich getötet. Also, Neku, spielen wir noch ein letztes Spiel. Wie er nicht mal darauf eingeht, dass Neku gerade hier gefühlten Nervenzusammenbruch hat. Eiskalt, Joshua, eiskalt. Und das ist auch dieser Moment gewesen, an dem Joshua es sich mit mir verscherzt hat. Er ist ein Verräter und er ist derjenige, der alles ins Rollen gebracht hat. Du hast mich reingelegt. Der Sieger wird der neue Komponist und kann mit Shibuya machen, was er will. Wenn du gewinnst, entscheidest du. Wenn ich gewinne, entscheide ich. Aber natürlich habe ich schon entschieden. Du bist ein Monster. Neku, nimm besser diese Pistole an dich. Ich meine, es soll schließlich ein Duell werden, wie im Wilden Westen. Ich halte die Regeln extrem einfach diesmal. Ich zähle von 10 rückwärts. Bei 0 schießen wir. Ganz einfach. Spiel keine Spielchen mehr mit mir, Joshua! Das habe ich nicht vor. Manchmal werden die Wege des Lebens vom einfachen Abdrücken eines Abzugs bestimmt. Neku? Dein Gesicht ist unbezahlbar. Weißt du nicht mehr, was Mr. Hanekoma dir gesagt hat? Ich bin nur... Oh, bevor ich es vergesse, ich habe deine Teilnahmegebühr eingezogen. Und jetzt soll das Spiel beginnen. 10, 9, 8, 7, 6, er weint, 5, 4, 3, wird er schießen? Ich zögere den Countdown extra raus, damit es mit der Cutscene stimmt. 3, 2, 1 und da war der Schuss. Und Neku wird wieder ohnmächtig und... Oh! Er ist trotzdem bei Joshua. Interessant. Sehr, sehr interessant. Aber jetzt wieder die Kreuzung? Wieder ist Neku da? Geht es jetzt etwa doch noch weiter? Und wieso? Moment mal. Standen die Leute da gerade? Und all dieses Gerede. Das Durcheinander. Die alte Kakophonie. Sie ist wieder da. Why? What the hell? Joshua hat gar nichts gemacht. Er ist da immer noch. Und Neku ist einfach nur wieder aufgewacht mitten auf der Scramble Crossing. Und dann nur so, was zur Hölle. Und ja, 7 Tage später. Same streets.
Same crowds too. Er hat nichts gemacht, obwohl er gewonnen hat. Shibuya hasn't changed a bit. But still, I don't think I can forgive you yet. You don't see it, but those few weeks were very hard for me. Learning to trust people. Having that trust broken. Finding out the town I pegged is small and stifling and empty wasn't any of those things. Let me in! Tell me what you're thinking! Only by allowing strangers in can we find new ways to be ourselves. I'm scared! Scared of getting a second chance! Listen up, Bones. Cause I ain't asking twice. Please, help me. You gotta help me save her. That's the first time you used my name. But Neku, all diese Momente. You can't afford to lose. Give up on yourself, and you give up on the world. You ain't my partner anymore, man. You're my friend. Once you see the real me, will we still be friends? All diese Momente. I met you guys. Made me pick up on things I probably would have just gone on ignoring. Trust your partner. And I do. I can't forgive you, but I trust you. You took care of things, right? Otherwise, Shibuya would be gone, and my world with it. Yeah, yeah. Did I mention? I've got friends now. No. Getting together for the first time in a week. See you there. Yo! Over here! Hachiko. Und da treffen sie sich. Denn hiermit sind wir jetzt endlich in den Credits. Wir haben den Final Boss besiegt. Wir haben das letzte Spiel verloren, aber trotzdem gewonnen. Denn Joshua hat nichts gemacht. Wie letzten Endes ja jetzt herausgekommen ist, dieser ganze Plot-Twist, das ganze Spiel hat auf diesen Plot-Twist hingearbeitet, dass am Ende rauskommt, dass Joshua in der zweiten Woche nach sich selber gesucht hat, um Neku so ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen. Und letzten Endes war alles nur ein Spiel zwischen dem Dirigenten und dem Komponisten um das Schicksal aller Leute in Shibuya. Und Neku war eigentlich auf der bösen Seite. Und ihr hört jetzt übrigens im Hintergrund nicht den Ton, weil ich weiß, dieses Lied ist explizit Copyright geschützt und ich werde das Sicherheit selber rausschneiden. Und wir sind jetzt hier bei Hachiko und Rhyme ist auch wieder da und am Leben und Beat heult. Oh, wie süß. Richtig niedlich und die Credits sind auch sehr schön gestaltet hier im Remake. Und ich bin ehrlich froh, dass ich jetzt es endlich geschafft habe, diesen Part aufzunehmen, weil, oh, Schwitzkasten und wie heute immer noch, wie süß. Ach ja. So schön, aber irgendwie fehlen dann noch ein paar Leute. Und, yay, Nomura. Ja, Nomura hat ja das Spiel gemacht. Unter anderem. Und ja, jetzt sehen wir hier noch ganz viele Momente aus dem ganzen Spiel. Übrigens, dieser Monolog am Ende von Neku, den fand ich auch. Als ich den das erste Mal gesehen habe, ich habe da wirklich ein paar Tränchen vergossen. Das wirklich, also ich bin froh, dass ich dieses Spiel nochmal let's playen durfte und auch noch weiter let's playen werde. Es gibt ja noch ein bisschen was zu tun. Wobei ich immer noch am Überlegen bin, höchstwahrscheinlich die Final Time Attack und den Superboss wegzulassen, weil ich genau weiß, ich werde das nicht hinkriegen, nicht im Final Remix, weil da muss ich jetzt leider mit der Kritik anfangen. Die Steuerung ist zwar vorhanden, aber wenn man nicht im Handheld-Modus spielt, ist sie doch um einiges schlechter. Und, oh, wen haben wir denn da? Da tippt jemand Neku an und alle lächeln. No, das ist doch bestimmt ein gewisser jemand, den wir hier in diesem Bild vermisst haben. Ja, das ist sie. Das ist die richtige Shiki. Aber wir sehen das Gesicht nicht.
Wir sehen nur, sie hat kurze Haare und höchstwahrscheinlich eine Brille. Weil man noch so die Ränder gesehen hat von der Brille. Sieht sehr anders aus als Erichs Körper, sagen wir es mal so. Und ich finde es übrigens schade, dass sie hier fürs Ending wieder Runaway genommen haben, wo es jetzt hier gerade eingeblendet wurde, weil im Original, da haben sie Lullaby for You genommen. Und das Lied ist wunderschön. Wirklich, das ist eins der schönsten Ending-Themes, die ich je gehört habe in einem Videospiel. Und es ist toll. Und ja, jetzt aber nochmal wieder zurück zum Final Remix. Also, ich muss tatsächlich sagen, also die Steuerung ist okay. Sie ist jetzt nicht die allerbeste, sie ist nicht die allerschlechteste. Aber ich traue mir mit der Steuerung einfach den Superboss nicht zu. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Ein weiterer Punkt, der mich doch ein bisschen angefressen hat, das hat man jetzt, glaube ich, zum letzten Part hingemerkt, also zu diesem letzten Story-Part, Hauptstory-Part, gemerkt, mich regt es ein bisschen auf mit diesen ganzen Speichergeschichten, dass man halt wirklich nur den Autosave hat. Ist zwar gameplay-technisch und wenn man on the fly spielt und das mitnimmt und so weiter, sehr gut, weil man dann nichts vergisst und immer weitermachen kann, ohne was zu verlieren. Aber wenn jetzt jemand wie ich kommt, der keinen Save laden kann und deswegen da teilweise Sachen komplett neu spielen muss, ja, okay. Also, es ist für mich blöd. Für jemanden, der allerdings das Spiel einfach so spielen will, ist es gut. Also man muss hier Vor- und Nachteile in dem Fall sehen. Und wir sehen jetzt hier noch die ganzen Bilder, da wo Joshua seinen Tod gefaked hat. Ja, weil das ist nämlich dieses Dreiste, was ich bei Joshua meine, warum ich ihn dann nicht mehr leiden kann. Das heißt also, er hat Nico getötet, weil er ein Spiel gespielt hat um die Existenz von Tausenden von Menschen. Er hat seinen eigenen Tod gefaked und dadurch Neku auch noch so ein bisschen emotional angegriffen. Er hat dieses Ganze mit, dass Rhyme für eine gewisse Zeit tot war, dass Beaten Reaper geworden ist, das alles reingesetzt, nur um dann am Ende wiederzukommen und zu sagen, ja, hier, ich bin der Composer und so, finde ich nicht toll, aber ich werde mich da mal an Nekus Worte halten. Ich werde dir nicht verzeihen, ich werde dir aber vertrauen. Und ich hoffe, dass man Joshua weiterhin vertrauen kann. Ich habe ja immer noch nicht diese finale Episode gesehen. Das wird jetzt so eines der nächsten Dinger sein, die so mit reinkommen werden. Und ja, das wird jetzt noch ein bisschen interessant. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Übrigens, jetzt wo wir mit dem Spiel durch sind und die Credits jetzt gleich zu Ende sind, will ich noch ein paar Kleinigkeiten loswerden. Wir haben ab jetzt offiziell, ich hatte es ja schon vorher, weil ich ja zurückgesprungen bin, haben wir die Möglichkeit, jetzt in jeden Tag reinzuspringen. Und, oh, jetzt kommt noch eine wichtige Szene. Das habe ich ganz gar nicht dran gedacht in dem Moment. Ich habe mich mitreißen lassen. Denn er, hat die Kopfhörer abgenommen. Yeah, er blockt nicht mehr alles aus und die Welt endet nicht mehr mit mir, sie beginnt mit mir. Und da sehen wir noch dieses wunderschöne Bild von den Charakteren, wie sie alle fünf, okay, Shiki in Erichs Körper und Joshua so ein bisschen wegguckend, alle in Shibuya sitzen, auf einer Treppe, beziehungsweise auf einer Treppe stehen und alles. Und ja, wie wird es jetzt weitergehen? Gute Frage. Ich gehe jetzt erstmal auf Continue. Und wo sind wir jetzt? Oh, shit, wir sind jetzt hier. Aber wieso sind wir hier? Überspringen. Das ist noch nicht relevant. Ich verstehe nicht, wieso wir jetzt in den Another Day gesprungen sind.
Ist noch nicht wichtig, ist noch nicht wichtig. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe gedacht, ich lande wieder im Dingsraum. Ah, das habe ich auch noch nicht erlebt, dass ich dann von da aus da reingesprungen bin. Oder ist das jetzt der... Oder ist das jetzt der Dingstag? Ist das jetzt schon die... Nee, ist es nicht. Ist nicht freigeschaltet. Das hätte mich jetzt auch gewundert, weil ich habe noch gar nicht die Dinger gemacht, dass ich das freischalten kann. Das wollte ich jetzt nämlich auch sagen. Wie wird es jetzt mit dem Let's Play weitergehen? Bevor ich jetzt den Part beende, weil es ist schon 50 Minuten. Das nächste, was wir machen werden, ist, wie schalten wir diese Zusatzepisode frei? Weil da muss man noch eine Kleinigkeit machen, die ich noch nicht gemacht habe. Da mache ich aber einen eigenen Part für, wie schaltet man das frei? Danach gibt es dann noch, das kann ich hier nochmal zeigen, im Menü gibt es jetzt Kapitel. Das gab es auch schon vorher, weil ich ja schon einmal durchgespielt hatte. Aber jetzt ist es halt wichtig und hier sieht man übrigens für jeden einzelnen Tag noch einige Missionen, wo man was finden kann oder nicht. Ja, tatsächlich, da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen bei Joshua Tag 7, weil ich hatte ja eigentlich schon mal durchgespielt und hatte dann schon mal angefangen, was anderes zu machen und bin versehentlich in dieses Event reingerannt. Und ja, ist jetzt aber nicht so wichtig. Jedenfalls, das ist einmal so ein Ding, was wir noch machen können. Dann dieser weitere Tag, den wir hier haben, der ist auch nochmal ganz wichtig. Den können wir und den werden wir auch nochmal machen. Und natürlich der neue Content. Der neue Final Mix, Final Remix, nicht Final Mix, wir sind hier nicht bei Kingdom Hearts. Exklusive Content. Den will ich auch noch machen. Aber ich denke, wir sind jetzt fast 52 Minuten dabei. Es war ein grandioses Finale. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute. Ich hoffe, euch hat die Story bislang gefallen. Und bis dann. Bye, bye.